Großalarm heute Vormittag in Balve. In einer Produktionshalle der Firma Chemie Wocklum war es zu einem Störfall gekommen, bei der Salpetersäure und Metall zusammengekommen sind. Dabei wurden hochtoxische Nitrosegase freigesetzt. Reinhard Hertin, Geschäftsführer der Chemie Wocklum, erklärt, was passiert war. Wir hatten heute Morgen gegen 11 Uhr leider einen Störfall. In einer Produktionshalle bei uns ist eine Ameise, das ist ein kleiner Gabelstapler, umgefallen aus unerklärlichen Gründen und ist auf eine Säureleitung getroffen. Und zwar ist da Salpetersäure und Kalilauge zusammengetroffen. Die Absperrvorrichtungen haben sofort funktioniert. Es sind sehr geringe Mengen ausgelaufen, zwischen 10 und 20 Liter, zumindest von der Salpetersäure. Es hat Gase gegeben, Nitrosegase. Diese Gase haben wir niedergeschlagen mit Wasser. Die Feuerwehr ist informiert worden. Es ist alles absolut gut gelaufen. Die ganze Alarmierungskette hat sehr gut funktioniert. Für mich stellt sich das jetzt so dar, wir haben jetzt 12.15 Uhr, dass wir die Sache schon absolut unter Kontrolle haben. Es sind keine Gase ausgetreten, außer in der Halle. Die Feuerwehr ist gerade dabei, die Restgase, die vielleicht noch in der Halle vorhanden sind, mit Wasser niederzuschlagen. Und für mich sieht das sehr gut aus. Die Rettungskräfte, Feuerwehren und so weiter haben absolut gut miteinander gearbeitet. Unsere interne Kommunikation war perfekt. Also ich kann sagen, wir haben es letztendlich unter Kontrolle. Rund 150 Einsatzkräfte aus dem gesamten Märkischen Kreis waren auf dem Gelände des Balver-Unternehmens im Einsatz, um eine mögliche Gefahr für die Bevölkerung abzuwenden. Die habe allerdings zu keiner Zeit bestanden, weil alle Schutzvorkehrungen gegriffen haben. Mit ihren Spezialanzügen dokumentierten die Feuerwehrmänner zunächst das Schadensausmaß, um später dann konkrete Einsatzmaßnahmen zu besprechen. Wenn die Leiter mal angesetzt ist, dann sieht man erstmal wieder, dass das eine ganz andere Entfernung ist, als wenn man nur von unten nach oben guckt. Weil er sagte, da kommst du nicht dran, wenn die Leiter wieder mal steht. Ja, wir haben hier folgende Lage vorgefunden. Es ist bei Transportarbeiten in einer Lagerhalle ist ein IBC-Behälter mit ca. 1000 Liter Kalilauge heruntergefallen und ist dort auf eine Leitung gefallen mit Salpetersäure. Diese Salpetersäure ist dann auf Metall getropft und hat dort Nitrosegase letztendlich entstehen lassen. Die Leitung selber war direkt abgeschiebert. Das ist ein betriebsinternes Sicherheitssystem, sodass eigentlich keine große Menge von Salpeter dort ausgelaufen ist. Im Moment ist es jetzt so, dass wir versuchen, die Gase, die noch in der Halle sind, die also direkt verriegelt worden ist, dass wir die herausbekommen. Und da werden wir Lüfter aufbauen, um diese Halle halt zu belüften. Und durch die betriebsinterne Absaugung wird das Ganze dann nach draußen gegeben, wo wir es dann über die Drehleiter und über einen Hubretter versuchen werden, niederzuschlagen. Das Wasser läuft dann halt in ein betriebsinternes Bewässerung- oder Entwässerungssystem, wo permanent Messwerte genommen werden, um dann halt auch sicherzustellen, dass das alles im sauberen Bereich ist. Aufgrund der Schadenslage war es für die Polizei als erstes wichtig, den Bereich vollkommen abzusperren, insbesondere den Verkehr auf der Bundesstraße 229. Wir haben umfangreiche Ableitungs- und Sperrmaßnahmen in dieser Hinsicht durchgeführt. Wir warten derzeit noch auf die Erkenntnisse der Feuerwehr hier vor Ort, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden müssen. Sollte es so sein, dass eventuell Nitrosegase aus der Örtlichkeit austreten, werden wir die umliegenden Bereiche und Gebäude auf jeden Fall weiträumig räumen müssen. Hierzu zieht die Polizei im Augenblick Kräfte am Ort zusammen.